Grüß euch, da ist der Leo Schenk, seit 30 Jahren Gerüstbauer. Auf die Reaktion des letzten Videodrehs, was wir gehabt haben auf der Baustelle, man möchte es nicht meinen, wenn man irgendwelche Missstände aufdeckt, wird man automatisch bedroht auf eine Strafverfolgung. Ich weiß nicht, ob das rechtens ist. Jeder Mensch heutzutage hat eigentlich Recht auf eine öffentliche Meinung und sein Ding preiszugeben oder seine Anliegen preiszugeben. Und damit wird man bestraft, dass ein Strafverfahren gegen mich eingeleitet wird. Im letzten Videodreh habe ich ganz vergessen, die weiblichen Mitarbeiterinnen auf dem Bau zu erwähnen. Die tragen das gleiche Problem mit sich. Es gibt auf den meisten Baustellen, also zu über 99%, gibt es nicht einmal ein Klo für die Frauen. Die müssen in die gleichen Toiletten wie mir aufs Klo gehen. Und alle anderen Unannehmlichkeiten haben sie auch. Wo sind die Frauenrechtlerinnen, die Grün-Roten, die was sie eigentlich für Frauen einsetzen sollten? Das betrifft natürlich auch den Bau. Auf das letzte Video auf, wir haben sich wahnsinnig viele Frauen bei mir gemeldet, wo es auch Missstände in anderen Berufsgruppen gibt, speziell in der Pflege und im Handel. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch bei uns melden. Wir würden gern eure Anliegen und eure Sorgen und die Missstände in euren Berufsgruppen aufdecken. Ich bitte euch, wählt die FPÖ. Nur mit genügend Stimmen können wir irgendwas ändern in diesem Land. Es gibt nicht nur Negatives in dieser schwarz-grünen Regierung. Wenn ich kurz vorlesen darf, was Positives. Danke.